Moshe Prager gibt einem toten Gräber die Stimme. Am Freitagmorgen wurde der Rabbi mit etwa 20 weiteren Juden zum Friedhof gebracht. Ich arbeitete dort als jüdischer Totengräber. Gegen Abend wandte sich der Rebbe an mich und sagte, ich bitte dich, versuche, dich in die Stadt zu schmuggeln und uns zwei Schabbatbrote zu bringen. Als die Sonne unterging, seufzte er tief, weil es ihm unmöglich gewesen war, sich zu Ehren des heiligen Schabbats bei Zeiten in der Mikwe zu reinigen, dem religiösen Tauchbad, wie es doch die Pflicht eines jeden Juden sei. Das Gebet zum Empfang des Schabbats sprach er nur flüsternd. Davor bat er alle, dieses Gebet zum letzten Mal mit tiefster Inbrunst und aus ganzem Herzen zu sprechen. In der Ferne standen schon die mit Gewehren bewaffneten Mörder bereit und warteten nur auf den Schießbefehl, um zu morden. Schon mittags hatte man die Unglücklichen gezwungen, eigenhändig ein Massengrab auszuheben. In diesem standen sie nun eng aneinander gedrängt und empfingen den Schabbat. Nach dem Gebet begrüßte der Rabbi die Juden mit einem Schabbat Shalom, machte Kiddusch, indem er die beiden Schabbatbrote segnete und hielt dann eine Predigt zur Torah. Dabei geriet er so sehr in Ekstase, dass er zu singen begann. Seine Begeisterung steckte auch die um ihn versammelten Juden an, bis schließlich auch sie mit einstimmten und begannen dort mitten im Grab zu singen und zu tanzen. Der Nazikommandant erteilte den Schießbefehl, sodass sie ihre Seelen gereinigt aushauchten, mitten aus ihrem Tanz heraus.